So, Freunde, es wird langsam Zeit mal für einen Rundgang auf den Schrottplatz. Und hier seht ihr schon mal die aktuellen Ausmaße. Ich habe ja jetzt eine Woche lang keine Zeit gehabt, Modellautos zu zerlegen, weil ich ja diese riesige Sammlung momentan noch am Verarbeiten bin. Und ich bin immer noch nicht fertig. So, wir fangen mal an. Hier sind wir jetzt auf der Schlachtbank. Da sind die Modellautos, die jetzt als nächstes zerlegt werden in den Videos. Da haben wir unter anderem halt diesen Resin. Schuko, der hat einen Sturzschaden. Dann haben wir den Porsche hier von Noref, ein Capri von Noref, ein Renault R4 von Solido, ein Alpine, da haben wir ein Autobahnkurier, glaube ich heißt der, eine S-Klasse von Eiskala. Dann wechseln wir mal hier hin, das ist der nächste Schlachtfest. Da ist ein Bel Air, ein Zinkpass 456er, also es kommen noch ein paar Modelle dazu. Dann haben wir hier 3.1:12er, Ford GT40, Jaguar und Mustang, hier 1.24er, ein VW T3 Kastenwagen, der 1.12er Käfer, da ist ein Flugzeug drin, das wird nicht zerlegt. Da hat einfach nur keinen Platz vorne gehabt. Da unten ist ein LKW, ich glaube ein Volvo. Hier ist noch ein 1.12er. Guck mal hier, unter der Schlachtbank stehen noch ganz viele Norefs. Hier auch noch Noref, BOS, 5er BMW von MCG, ein Royal Custom, das ist jetzt über Kopf, ein Käfer von Valley, Peugeot, Strich 8 Coupé von Sunstar. Ihr könnt jetzt das nicht sehen, weil sie so doof spiegelt. Das ist ein Golf 1 GTI von Noref. Was haben wir da? Am Jahr, keine Ahnung, wie die Hühne heißt. Porsche, ein Hyundai ist da drin. Da ist ein Lancia Delta drin. Golf 2, M5. Hier, der Ferrari, den habe ich restauriert. Das ist einer dieser geschlossenen Lufteinlässen da hinten. Der hat so ein matt rot bekommen von Ferrari, Originallack. Ein Corvette von AutoArt, ein Opel Commodore von Mini Champs, der Capri von vorhin, wenn ihr das ein oder andere Video vorher gesehen habt, ein Dino, eine Rocco Rosse. Aber hier müssen X4 sein, glaube ich, oder sowas. Impala, nee, Mercedes 560, okay. Da ist bestimmt Rolls-Royce drin. Ja, das ist ein X4. Das ist ein Citroën ZX, CX, ein Gallardo von AutoArt, ist eine S-Klasse, glaube ich. Ne, C-Klasse Kombi. Ein Willys Jeep, was steht da? Rücklicht ab, Stoßstange hinten abgebrochen, Rad abgebrochen. Ein Sunstar Impreza, ein Peugeot. Golf 3, den haben wir schon. So, dann gehen wir mal auf die Schlachtbank. Das sind die Autos jetzt, die jetzt drankommen. Der 914er Porsche von Revell, Bel Air, Opel Rekord, C10, DeLorean, Maserati CMC, Mini Cooper von Ixo, E36 Coupé, hier so ein Herbie-Ding von Solido, BMW M3E30, ein Porsche Solido. Das ist das Fiat von Solido. Ein Caddy von Solido. Ein Gallardo von AutoArt. Pontiac GTO Judge. Was ist das? Auch defekt auf jeden Fall. Jetzt ein bisschen eng hier im Moment. Ich quetsche mich mal hier ein bisschen rein. Ein Dodge Charger. Ein Porsche 934. Auch ein Alpine von Dingster, von Noref. Ein schwarzer MG Metro. Ein Mustang von AMCE. ACME. Ja, MA. So, was haben wir da noch? Porsche 910er. Renault Alpine von Solido. Ein Kyosho Lamborghini Countach,
Das ist ein Ferrari Concept Car von Burago. Was haben wir da? Ein Jenko irgendwas. So, jetzt gehen wir mal Richtung Schrottplatz. Ja, wait. Hier kommen wir ja noch an der S-Klasse vorbei. Twingo, Kaiser Henry. Da haben wir ein X4 ohne Türe. Ein Golf 1. GLA, aber der steht schon vom letzten Mal noch da. Also hier hat sich nicht wirklich viel getan. Und wir kommen auf den Schrottplatz. Das ist ein riesiger Modellauto-Schrottplatz. Hier türmen sich die Schrottautos. Es ist wieder viel geworden, weil ich, wie gesagt, in den letzten Tagen nicht so viel Zeit hatte, welche zu zerlegen. Es kommen hier noch zwei LKWs, deswegen ist hier die Lücke. Eigentlich noch drei. Noch so einer und zwei Volvos kommen hier noch rein. Die stehen noch oben. Dann hier ein paar Capris. So, wir fangen mal an. Wir fangen mal hier oben an mit der Ecke, wo viele Leute sich begeistern. Nämlich die Ford, Opel und Automarken, die halt nicht mehr gibt. Wie NSU, Messerschmitt, Borchardt. So, dann haben wir hier einen Opel Astra, Opel Commodore, Mini-Champs zwei Stück, NSU, TT, Escort, Escort von Ixo, Messerschmitt, NSU, Opel Speedster, Borchardt, langsam Blackenwart, Escort, dann hier Dingster, Opel Rekord, Taunus, Capris mit Zinkpest. Nochmal ein richtiges Wrack hier, noch ein Capri. Ist das ein Astra? Ja. Sunster Escort, Volvo LKW von Road Kings. Jetzt gehen wir Richtung Mercedes. Das ist jetzt die Mercedes-Ecke, die ist randvoll. Ach ja, was soll ich Ihnen jetzt sagen? SSKL, das müsste ein GLK sein mit Zinkpest, Sportcoupés von Maestro und Valley, S-Klasse von Maestro. Das ist ein 82er SE von MCG, zwei Stück direkt, S-Klasse Maestro Smart. Da ist ein CLK da hinten in der Ecke, Pullman von Sunstar, E-Klasse von iScala, ML von Mini-Champs, CL Auto Art, 723er Coupé von Norev, ML Facelift Maestro, 4 Facelift Pontons, 500k SLK 300SL, Blablabla, SLR, GLA, was ist das? C-Klasse? Ja, C-Klasse von Norev, 280er von Norev, 300er Rico, 560er SEL von Norev, UT, C-Klasse, Mini-Champs, Valley GTA, CK DTM von Kyosho, das müsste ein Sunstar sein, ein Solido, 190er Evo, Maybach, das orangene Ding da, das ist ein Mercedes SLS GT1 oder GT3, glaube ich, sogar von Mini-Champs. A-Klasse, Bla-Klasse, E-Klasse, Taxi, Sunstar, Mercedes G4, drei Stück, Maybach und da haben wir noch ein 190er Evo von Solido. Maybach Auto Art, Maybach Auto Art, C-Klasse von Anson und jetzt gehen wir mal noch mal kurz hier zu einem Actros hoch. Den habt ihr wahrscheinlich eben in einem Video gesehen. Der ist auch Schrott. So, dann haben wir hier noch ein paar Mischlinge. Da haben wir einen Bugatti Chiron von Kyosho. Und Wiesmann GT von Revell. Cosmo Sport Mazda. Und ein Solido Skyline. So, ein Dacia Sandero. Nicht Dacia, Dacia Duster. Fiat 500. Renault Megane, da ist noch ein 190er DTM von Solido, Subaru Impreza, Schrottmodelle, ein Tatra von MCG, ein Renault 12, Lancia Delta Sunstar und ein SX von Revell, UAZ. Volvo, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Wir sind mitten in der Nacht, wir haben kurz vor 2 Uhr nachts.
So. Ja, ich kenne die scheiß Karre, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Volga, Bugatti Royal, Hammer, Pit Cruiser, Hammer, dann ein paar Bel Air und Cadillacs, Checker. Cadillac von Greenlight, Bel Air, Mustang, Cadillac, Chrysler, Cadillac, Studebaker, Ford Falcon, Ford GT90, Cobra, Corvette, F150, Lightning, Bel Air, GT90, ein Jeep Cherokee, Auto Art, eine Viper, Burago, Bel Air, Nomad, Cadillac, Viper, Cadillac, Bel Air, BMW, E30 Cabrio Alpina, die Cobra ist von Kyosho, ein Cadillac, Brockham von Sunstar, Willys Jeeps, zwei Stück von Valley, ich glaube einer sogar von Noref, Chevy Impala von Road Signatures, dann haben wir Ford Roadster, Solido, Corvette, BMWs, ganz viele BMWs. Jetzt kommen wir nämlich ganz langsam zu den BMWs rüber. Da haben wir einen X6 von Valley, E36 Coupé von Premium Classics. Dann haben wir hier ein BMW E92 Coupé von Kyosho, ein Z3 von UT, ein Sack Kyosho, ein BMW 330 Touring von Kyosho, 1er Kompakt von Kyosho, 2X5 von Anson, Revell 507, das müsste auch ein Kyosho sein. Darunter ist noch ein Kyosho und das müsste, glaube ich, ein Valley sein oder irgendwie sowas. Ein neuer X5 von Paragon, 8er BMW von Maestro und Revell. Da ist ein X5 von Kyosho. So, jetzt kommen wir zur VW-Fraktion, VW Audi. Da haben wir Käfer Burago, Golf 2 MCG, Golf 6 GTI von Noref, TT, Beetle von Burago. Wie heißt die Scheiße nochmal? Kaman Ghia von Road Signatures, Passat von Valley, Audi Quattro Sunstar, MCG, Golf 2. Zinkpest Caddy von China. Dann haben wir dann CMC, Zinkpest A6 von Noref. Golf 1 Vitesse, glaube ich. Volvo 1500S von MCG. Microbus. Dieser Retrobus da von Noref. Valley GT. GTA, VW Beetle und das, keine Ahnung, Solido oder so ein Scheiß. Das ist wieder ein MCG, Golf 2, ein Sunstar Quattro. Und das müsste ein Golf 1 GTI von Valley sein. Ja gut, Scirocco von Noref. Der ist von Rico und das sind UTs. Alles. Darunter sind, glaube ich, sogar noch mehr. Da ist noch eine Limo. Noch ein silbernes Coupé. Ja, und die da. So, wir switchen mal hier zu der Resinecke. Da war ein Dodge Ram Charger, Cadillac, BMW, Cadillac, Renault, Dodge Ram Charger, Mercedes 180er Universal, Rolls-Royce, Oldsmobile, Porsche, Rolls-Royce. Die britische Ecke. Da haben wir Rolls-Royce MCG. Ja, Polis ist die Scheiße. Jaguar SS100, ein Lotus von Quarzo, ein, ich glaube, Mini-Champs Aston Martin. Der müsste von Solido sein. Der ist von Auto Art. Burago, MCG, Action Performance, glaube ich. Der Aston Martin, das ist dieser James Bond-Ding da. Triumph und Morgan. Austin Healey. Das ist ein Mini-Champs, da kennt man auch sofort an dem Nummernschild, Aachener Kennzeichen. McLaren, Rolls-Royce, Bentley, da ist ein Jaguar XJ220. Jetzt kommen nochmal ein paar BMWs, die hatten unten keinen Platz mehr gehabt.
haben wir ein E46 M3 Cabrio von Kyosho. Das ist, meine ich, auch ein Kyosho. Was haben wir denn da? Z3 von Burago, Z3 UT, UT und Porsche 356er, ganze Flotte. Jetzt kommen wir mal zu Porsche. Da ist ein Universal Hobbies, ein Noref, Panamera, ein Slantnose, Ravel, MCG 924 GT, Anson, Burago, Anson, Ravel, Burago, Maestro, Burago, Noref, Maestro, Ravel. Der ist Autoart. MCG, Noref, UT, Burago, Noref, Burago, Mini Champs, Maestro natürlich, Noref, Burago, bla. Jetzt kommen wir hier zu den dicken Amis, die oben auch keinen Platz mehr hatten. Ein paar Corvette, Cadillacs und Stretch Limos. Hier stapeln sich nämlich auch schon ein paar Schrottmodelle, unter anderem Dodge Wire Custom in drei verschiedenen Farben, glaube ich. Einmal in dieses Gelb-Grün, Schwarz und Pink. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Nurev-Modelle. Scheinwerfer-Defekt. Das sind Citroën. Dann haben wir Audi Quattros, zwei Stück. Audi Kyosho. Ja, nicht Kyosho, doch Kyosho. Audi 8. Und die Ferrari Italo-Funktion. Enzo R50, Le Mans, 250 GTO, also Burago-Klassiker. Die gehen bei mir immer. Teilefrage ist natürlich immer hoch. Hier ein paar Schumis. Scaletti. Enzo, Daytona, alles dabei. Dino, Ferrari 250 GT, noch ein Enzo, noch Maranello in einer seltenen Farbe. Und natürlich auch ein Rot. 250er GTO mit offenem Luftanlass. Die sind nie so gefragt. Dann haben wir hier noch einen Countach. Boah, ich rede mal mundfusselig, ne? Ich kann meine eigene Stimme jetzt gerade schon nicht mehr hören. Bugattis, Maseratis, Lamborghinis. Da hinten steht noch ein Kopf über. Und Ferrari. Countach. Huracan. Maserati. Und noch ein paar andere Ferraris. So, das war's mit dem Rundgang, ey. 18 Minuten fast, ey. Arschlecken, ey. Meine Stimme geht schon langsam flöten. Ja, fragt nicht, ob ich das ein oder andere Modellauto verkaufe. Ich tue es nicht. Und wenn ich das verkaufe, dann verkaufe ich nach dem Teilewert. Das heißt, nur weil das Modellauto hier kaputt bei mir auf dem Schrottplatz steht, heißt das nicht, ihr kriegt das zum Schnäppchenpreis. Deswegen versucht es gar nicht zu fragen. Na, ich bin meistens sogar teurer, als würde ich das Modellauto neu bei eBay irgendwo kaufen. Also, glaub immer, frag besser nicht. Weil ich verkaufe die Teile. Die Teile sind für mich das lukrativere Geschäft. Warum soll ich euch ein kaputtes Modellauto verkaufen, verdiene da vielleicht 5 Euro nur dran, wenn ich beim Teilewert aber 40, 50 Euro dann verdiene? Ja, wäre ich ja schön doof, ne? Lieber nehme ich die 40, 50 Euro statt die blöden 5 Euro. Ne? Ja, ich bin halt Teilehändler. Was soll ich machen? Ist so. Schicksal. So. Einer muss es ja machen. Und das bin ich. So, das war's. Bitte fragt nicht wieder. Bitte fragt nicht, ob ich das eine oder andere Modellauto verkaufe. Ich habe über ein paar hundert Modellautos in meinem Online-Shop. Die könnt ihr natürlich gerne kaufen. Diese hier nicht. So, ich hoffe, ihr versteht das. Es wird auch mit einem Untertitel geben, damit die anderen das auch verstehen. So, das war's. Bitte lasst ein Abo da. Danke fürs Zugucken und bleibt mir treu. Es wird nicht langweilig. Ciao, Freunde.